Cloud Computing ist ganz groß und wir wollen uns heute ganz kurz angucken, was genau erwartet euch 2021 in Sachen Cloud Computing. Dazu wollen wir allerdings erstmal ganz kurz abgrenzen, was meint denn eigentlich Cloud Computing? Nun, eure Anwendungen liegen natürlich nur zum Teil bei euch. Das heißt, wenn ihr irgendeine App habt, zum Beispiel eine YouTube-App, ja, mit der ihr zum Beispiel dieses Video gerade guckt, dann ist diese App natürlich nicht mit allen YouTube-Videos ausgestattet, die es auf dem ganzen Markt gibt. Das wäre quasi unmöglich, das alles per Update nachzureichen. Es wären viel zu viele. Deswegen, die YouTube-Videos selbst, die liegen in der Cloud und werden euch übertragen. Da liegt allerdings der große Unterschied, und zwar, es gibt verschiedene Arten von Server sozusagen. Die klassischen Server standen immer ursprünglich zu Hause bei den Leuten, die sie gehostet haben. Und das heißt, ich kann mir hier in meinem Zuhause einen Server aufstellen, wo halt zum Beispiel eine Website drauf liegt. Das geht wunderbar, das kann man mit seinem Internetprovider machen, meint aber eigentlich nicht Cloud im herkömmlichen Sinne, wenn man in der IT davon spricht. Man meint damit aber auch nicht zum Beispiel, ich gehe jetzt zu meinem Server-Provider und miete mir dort einen Server, sondern man meint normalerweise die ganz großen mit sehr, sehr vielen Schnickschnack drumherum sozusagen und sehr vielen Funktionen, wo alles super schnell geht. Man kann buchen und schon bekommt man den Server. Und da gibt es sehr viele Sachen, die man damit machen kann. Aber ganz kurz, die großen Provider hier, die sowas anbieten, sind natürlich Amazon AWS, also die Amazon Web Services. Das ist eigentlich der größte Punkt bei Amazon. Nicht der Shop, sondern die Amazon Web Services. Die machen sehr viel mehr Geld als Amazon.de oder .com. Dann ist aber ein neuer großer Player aufgetaucht, und zwar Alibaba Cloud aus China. Der ist schon fast Platz 2 geworden, kann man eigentlich schon fast sagen. Oder man erwartet, dass er relativ bald Platz 2 wird, weil China einfach gigantisch am Wachsen ist. Dann kommt natürlich noch Google Cloud Computing, Microsoft Azure und IBM Cloud. Und das sind so die größten Anbieter für Cloud Services, wo man einfach hingehen kann und sich registrieren kann. Und dann kann man sagen, ich hätte gern da einen Server, da und macht mal das drauf. So, jetzt ist aber die große Frage, was genau erwartet uns da im nächsten Jahr? Was steht eigentlich so vor der Türe? Und hier muss man sagen, Amazon AWS ist so weit vorne. Alle haben quasi bei AWS ihre Server liegen, beziehungsweise fast alle. Und deswegen haben sich jetzt ein paar der größeren Spieler zusammengetan, nämlich genau genommen Microsoft und Oracle haben das angekündigt. Die haben gesagt, Mensch, wir machen jetzt was, das nennt sich Multicloud. Multicloud ist eines der großen kommenden Dinge für 2021, wo sich die ganz großen Big Player zusammentun müssen, um Amazon vom Thron zu stürzen, beziehungsweise auch nur an Amazon annähernd ranzukommen. Es wird geschätzt, dass Amazon dreimal so viel Einkommen hat, wie zum Beispiel Google und Microsoft, soweit ich weiß, zusammen. Das ist jetzt allerdings unbelegt hier. Ich meine, das gelesen zu haben. Okay, das nächste, was uns erwarten könnte nach der Google Cloud, ist natürlich AI, also künstliche Intelligenz. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, das ist aber ein bisschen was anderes, was wir hier jetzt damit meinen. Und zwar, AI oder künstliche Intelligenz im Cloud Computing meint, wie kann eine künstliche Intelligenz Cloud Computing verbessern, also schneller machen, günstiger machen, effizienter machen. All diese Dinge kann man natürlich per KI optimieren. Und das ist gerade ein riesiges Thema. Zum Beispiel die Telematik, also quasi die Netzwerkstruktur, wie die ganzen Pakete geroutet werden innerhalb dieser Cloud. Ja, weil die Cloud ist nicht nur an einem Punkt. Das sind nicht irgendwie die Amazon-Server von Amerika, sondern es gibt Amazon-Server in Frankfurt, es gibt Amazon-Server in Amerika natürlich und es gibt überall Amazon-Server. Und dadurch ist dieser ganze Webservice überhaupt erst so schnell über dieses Netzwerk, was da aufgebaut wurde. Das heißt, man benutzt sogenannte Software-Defined Networking, was die ganzen Pakete deutlich schneller hin und her routen lässt. Das ist quasi nochmal besseres Internet, sozusagen ein Internet im Internet, innerhalb dieses Clouds oder dieser Cloud. Und das kann man natürlich mit einer KI optimieren und das ist gerade ein gigantisches Thema. Auch natürlich, was die Server angeht. Wie kann ich schneller Server bereitstellen? Wie kann ich Server besser auslasten? Wann kann ich Server abschalten, wieder aufmachen? Oder auch ganz großes Thema, die Kühlung. Die Kühlung von den Servern wird mittlerweile mit einer KI gesteuert, damit man Strom sparen kann, aber den Server eben trotzdem noch gerade so kühl genug hält. Und scheinbar erzielt man dadurch 30% mehr Leistung, beziehungsweise braucht 30% weniger Energie, um die Server kühl zu halten. Das ist einfach insane. Und ja, natürlich ist auch 5G hier mit am Start. Wenn man das mal so überlegt, wenn überall 5G aufgebaut ist, 5G ist wahnsinnig schnell. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann trotzdem die Pakete da durchrouten. Und hier kommen wir wieder auf unsere KI-Routing-Tabelle zurück. Und die sorgt natürlich dann dafür, dass die Latenzen viel, viel geringer werden.
Das bedeutet, man hat am Ende sehr, sehr viel schneller seine Pakete beim Server und wieder zurück, wodurch natürlich der Ping kleiner wird und naja, das Gefühl von Echtzeit wird viel, viel stärker. Und das kann zum Beispiel bei Gaming extrem eine Rolle spielen und das ist was, was ich 2021 noch mehr erwarte, als es ohnehin schon gemacht wird, gerade mit 5G noch. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, KI wird nicht nur dafür eingesetzt, sondern auch, um das Cloud-System an sich zu verbessern, also die Erfahrung von Leuten zu verbessern. Und natürlich wird auch KI auf der Cloud trainiert. Und das ist so das andere große Ding, also KI für die Infrastruktur, aber auch Cloud, die KI trainiert. Also geht beide Richtungen sozusagen. Und hier hat man natürlich ein gigantisches Problem momentan, weil einfach die KIs einfach viel zu groß werden. Und naja, man kann sich nicht hier irgendwie 8 A100 Grafikkarten von Nvidia kaufen und privat irgendwie eine KI trainieren. Das kann man eigentlich quasi nicht machen. Deswegen wird immer mehr KI in der Cloud trainiert, wo man einfach größere Netze auch trainieren kann, die besser sind. Und hier kommt es natürlich darauf an, wie kann man KI wirklich effizient entwickeln, und da versucht eben die Cloud-Community bzw. die Cloud-Anbieter versuchen, das Ganze auch so ein bisschen weiterzugeben. Also wie kann man besser skalieren, wie kann man besser die KI direkt in die Production ausrollen sozusagen. Wie kann man besser KI machen? Auch dieses, gerade das, was ich auch schon im KI-Video gesagt habe, mit den visuellen Modellen, die man da erstellen kann. All diese Dinge und natürlich Data Science auch, das liegt alles in der Cloud. All diese Dinge muss man natürlich auch direkt mit der Cloud zusammen entwickeln, habe ich da aber auch schon erwähnt. Deswegen lasst uns direkt übergehen zum nächsten Punkt und zwar Serverless. Serverless ist ein gigantisches Ding, das kam jetzt gerade so in den letzten paar Jahren und es wird erwartet, dass es noch sehr viel mehr benutzt wird, weil es einfach super angenehm ist. Man hat da eigentlich nicht mehr so die Strategie, man sagt, ey, ich will jetzt einen Server haben und packt dann seine Anwendung hoch auf den Server. Das macht man eigentlich nicht mehr, sondern man hat eine Anwendung und drückt auf Starten. Und dann wird die Anwendung komplett automatisch gebaut, komplett automatisch getestet, komplett automatisch in einen Server integriert sozusagen. Und deswegen ist es quasi serverless. Es gibt immer noch Server im Hintergrund, die das Ganze machen sozusagen, aber man kriegt quasi als Entwickler schon nichts mehr mit davon. Man muss sich kaum mehr mit der Infrastruktur beschäftigen, wenn man sie einmal aufgesetzt hat. Und natürlich, die Cloud-Anbieter wollen das so einfach und zugänglich wie möglich lassen, weil, naja, ich meine, es ist quasi pures Geld, was wir da reinbuttern, damit wir deren Services benutzen können. Also quasi eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten. Für uns Entwickler wird es leichter, für Cloud wird es mehr Geld. Dementsprechend wird auch immer mehr entwickelt für Cloud-Native. Das heißt, man entwickelt die Anwendung direkt so, dass man sie in die Cloud pushen möchte. Und naja, da ist natürlich auch Docker und Kubernetes zum Beispiel groß am Start. Ja, zu Docker habe ich übrigens schon eine Playlist gemacht, allerdings ist die noch nicht für die allgemeine Bevölkerung sozusagen veröffentlicht worden, sondern erst auf Patreon, die kommt aber bald für euch auch. Gut, dann natürlich der nächste riesige Trend, den wir hier haben, und zwar Unterhaltung von der Cloud für alle. Und das ist was, was wir schon seit Jahren sehen. Ich meine, wir haben schon Filme und Musik eine halbe Ewigkeit. Also ich meine, Netflix sollte jedem mittlerweile ein Begriff sein, ist ein gigantisches Business geworden. Genauso ist Spotify oder YouTube Music oder YouTube auch ein gigantisches Business geworden. Und natürlich gibt es neben Netflix auch noch andere Anbieter. Ganz klar, der nächste Markt für Cloud-Unterhaltung ist Gaming. Und das haben wir auch schon gesehen, jetzt in den letzten paar Wochen, Monaten, wo die ganzen Anbieter gesagt haben, was sie eigentlich gerade so alles planen. Und zwar immer mehr Games werden eigentlich gestreamt. Immer mehr wird gezockt vom Internet direkt auf das System, also auf dem Fernseher. Da stecke ich einfach nur noch einen Stick rein und zock dann los. Und das ist halt der Wahnsinn. Das geht aber, wie gesagt, nur, weil die Latenzen so gering geworden sind. Weil wenn ich irgendwie eine Sekunde brauche, bis mein Bild vom Server bei mir ist oder bis meine Eingabe beim Server ist und das Bild dann wieder bei mir, dann ist das einfach viel zu lang. Eine Sekunde ist nicht viel Zeit, aber man muss natürlich die Infrastruktur haben, um sowas zu ermöglichen. Und hier kann, wie gesagt, auch KI, diese Software-Defined Networking und gerade auch 5G ein gigantisches Ding bieten. Auf der anderen Seite haben wir 2020 ein riesiges Problem erlebt mit der Pandemie. Ja, das ist jedem, glaube ich, bewusst, dass das ein Problem ist und dass immer mehr Leute von zu Hause aus arbeiten wollen. Und wir haben jetzt schon die ersten Firmen gesehen, das war zwar nicht in Deutschland, das war in Japan, das war ein Game-Entwickler-Studio, die haben gesagt, hey, ihr könnt gerne von zu Hause weiterarbeiten, ist uns völlig egal, 70% dürfen jetzt also von zu Hause aus arbeiten. Der große Punkt hier ist natürlich, wie macht man das? Wie kann man von zu Hause aus arbeiten?
Und wie hat man da eigentlich sein Rechensystem? Ich meine, klar, man muss irgendwie die ganzen Daten oder sowas haben. Und hier wird immer mehr auf sogenannte Virtual Cloud Desktops zurückgegriffen. Das heißt, man kann Homeoffice machen, hat da nur so einen richtigen Schrott-Laptop oder Schrott-PC von mir aus, kann damit sich aber in einem starken Cloud-Desktop-PC einloggen und hat seinen Desktop-Rechner eigentlich in der Cloud. Das heißt, man steuert von zu Hause aus quasi den Cloud-PC. Und das ist was, was auch gerade fett am Kommen ist, was natürlich auch Sinn macht. Ich meine, wir wollen alle von zu Hause aus arbeiten, aber die wenigsten können wirklich so eine riesige Infrastruktur mit nach Hause bekommen, weil dann braucht jeder ein Arbeitszimmer zu Hause. So kann man einfach sagen, ey, du kriegst hier das und du kannst jederzeit von zu Hause aus arbeiten und du hast die stärkste Leistung, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Ist eigentlich ziemlich cool, wenn man sich das mal so überlegt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch immer wieder, dass gewisse, sagen wir mal, Buckets, also da, wo quasi die Daten drin liegen in Amazon Web Services, dass da die Buckets nicht richtig gesichert werden, dass da die Daten offen rumliegen. Jeder kann drauf zugreifen. Man findet E-Mail-Adressen, man findet User-Daten und so weiter und so fort. Und hier zeichnet sich ein weiterer Trend ab, den ich sehr gut finde und sehr stark natürlich auch verfolge, und zwar Security und Privacy. Man versucht immer mehr auf Cloud Security auch Wert zu legen, man versucht immer mehr seine Anwendung auch zu sichern, obwohl sie in der Cloud liegen. Warum das eigentlich auch eine Rolle spielt, verstehe ich eh nicht. Das heißt, man muss natürlich alles absichern, was man in der Cloud auch hat. Und das ist natürlich ein gigantischer Punkt, das ist auch sehr, sehr wichtig. Deswegen, da ist momentan sehr viel, was sich entwickelt, damit das möglichst leicht wird für die Entwickler natürlich auch und möglichst standardsicher per Default, weil eben nicht jeder Entwickler sich so gut mit Security auskennt, wie man das vielleicht können muss. Gerade Cloud Security ist normal anders als normale Security, sage ich jetzt mal. Können wir uns aber auch gerne mal angucken. So, und dann der letzte Trend in Anführungsstrichen, den ich hier für euch habe, und zwar Quantentechnologie kommt immer mehr. Das Ding ist allerdings, diese Quantenrechner müssen sehr kalt sein, müssen in einer speziellen Umgebung stehen und so weiter und so fort. Und all das macht sie quasi, naja, nicht wirklich zugänglich für jemanden, der zu Hause ist. Außer man nutzt natürlich Cloud Computing. Das heißt, IBM oder Google oder wer auch immer, der bindet seine Quantencomputer einfach direkt in der Cloud ein. Und ich kann von zu Hause aus einfach hergehen und sagen, ich möchte gerne diesen Quantenrechner für eine Stunde buchen. Und dann kann ich einfach hierher gehen und sagen, ich programmiere mir jetzt was für einen Quantenrechner, drücke auf Play und dann läuft das Programm ab. Ich zahle ein bisschen was dafür, kann dafür aber einen Quantenrechner benutzen, ohne natürlich einen zu Hause zu haben. Und das ist natürlich unglaublich faszinierend und ja, wird sich natürlich auch sehr, sehr stark weiterentwickeln, weil Quantenrechner sehr, sehr stark erforscht werden. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt unbedingt in diesem Bereich arbeiten, dann ist vielleicht unser heutiger Sponsor was für euch. Denn bei Get in IT könnt ihr sehr, sehr gut einen Job finden, in der IT natürlich, also deswegen Get in IT, ne? Ihr könnt natürlich hierher gehen und zum Beispiel sagen, ich möchte ein Unternehmen suchen oder ich möchte eine Stadt suchen. Ihr könnt auch direkt auf Jobsuche gehen, aber was viel einfacher ist, ihr könnt hier einfach hergehen und euch anmelden, euer Profil ausfüllen und zum Beispiel hier eintragen, ich kann jetzt Cloud Computing. Und von mir aus kann ich auch noch AWS, ja, weil Amazon einfach das Größte immer noch ist. Und dann geben wir hier natürlich alles auf 5 Sterne ein und das bedeutet, wir können es wirklich sehr, sehr gut. Und das könnt ihr quasi für alle Fähigkeiten machen, die ihr habt. Ihr könnt natürlich hier auch alles Mögliche noch sonst um euch herum eingeben. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Firmen sich bei euch bewerben. Nicht mehr andersrum, was natürlich sehr, sehr angenehm ist von euch aus gesehen. Und auf der anderen Seite, für euch ist es auch komplett kostenlos. Das ist das Tolle dabei. Das heißt, für euch absolut die perfekte Chance, um in der IT anzufangen. Und ja, dementsprechend bedanke ich mich nochmal bei euch und natürlich bei unserem Sponsor. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.